morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist eröffnet. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jugend und Parlament, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das so sagen darf, zur ersten Arbeitssitzung von Jugend und Parlament im Plenarsaal des Deutschen Bundestages heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Hier im Plenarsaal, Sie werden das aus dem Fernsehen kennen, versammeln sich sonst frei gewählte Abgeordnete zur Debatte. Hier wird der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin gewählt und über Gesetze abgestimmt. Seit Sonntag früh sind Sie in der Rolle der Parlamentarier. Spielen Sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages in fiktiven Rollen und Fraktionen. Möglichst detailgetreu debattieren Sie im Rahmen eines Planspiels wie richtige Abgeordnete, richtige in Anführungsstrichen, und werden morgen zu jedem Gesetzentwurf sowie zu Ihren Beschlussempfehlungen und Änderungsanträgen Beschlüsse fassen. Wie ich gehört habe, haben Sie sich gestern schon in den Fraktionen getroffen. Dort gab es bereits die ersten lebhaften Diskussionen und wichtigen Personalentscheidungen. Für die nächsten beiden Tage möchte ich Ihnen zwei Anregungen mit auf den Weg geben. Erstens, widerstehen Sie der Versuchung, die richtigen Abgeordneten allzu flott imitieren oder kopieren zu wollen. Seien Sie Sie selbst. Suchen Sie lieber Ihren eigenen Diskussionsstil, Ihren eigenen Weg. Die notwendigen demokratischen Mehrheiten müssen Sie organisieren, und wie Sie das machen, liegt in Ihrer Verantwortung, und Sie müssen herausfinden, wie das am besten funktioniert. Und zweitens, es ist allerdings schon sinnvoll, die parlamentarische Diskussion nach den Regeln des Deutschen Bundestages, nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zu führen. Zum einen haben sich diese Regeln in bald 70 Jahren parlamentarischer Praxis bewährt, auch wenn wir gerade dabei sind, einige dieser Regeln zu verändern und auch neue Regeln auszuprobieren. Aber eine parlamentarische Debatte braucht Regeln. Und zum anderen haben Sie so auch die Gelegenheit, die echte parlamentarische Praxis zu erleben. Und vielleicht werden Sie dabei auch eine Erfahrung machen, die ich jedenfalls in meinem Leben als Parlamentarier immer gemacht habe. Egal, ob das im Studentenparlament war, an der Universität Göttingen, im Niedersächsischen Landtag oder hier im Deutschen Bundestag. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen wie Offenheit, Respekt und Kompromissfähigkeit, ohne die sie am Ende nicht funktionieren kann. Offenheit, das ist die offene Debatte, in der alles zur Sprache kommt. Es herrscht Meinungsfreiheit. Sie dürfen natürlich Ihre Kollegen und Kolleginnen nicht beleidigen. Dann schreitet hier das Präsidium ein und erteilt Ihnen gegebenenfalls einen Ordnungsruf. Aber die offene Debatte ist das Wesentliche für eine Demokratie. Respekt. Respekt einmal natürlich gegenüber der unterlegenen Minderheit. Deren Rechte sind selbstverständlich zu respektieren. Aber auch die Minderheit muss respektieren, dass am Ende die Mehrheit im Rahmen der Verfassung entscheidet. Und Respekt auch gegenüber allen, die eine andere Meinung haben oder eine andere Herkunft oder was auch immer. Und drittens Kompromissfähigkeit. Ohne Kompromisse kann jedenfalls eine parlamentarische Demokratie nicht funktionieren. Es gibt viele, die sagen, es gibt nur richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Das ist falsch. Die Demokratie lebt davon, dass die Interessen auf den Tisch kommen, dass sie deutlich artikuliert werden, dass ganz unterschiedliche Interessen artikuliert werden. Aber am Ende müssen die Interessen zum Ausgleich gebracht werden. Und deshalb ist der Kompromiss
nichts Verachtenswertes, sondern der Kompromiss ist eine demokratische Tugend. Also üben Sie sich in Offenheit, in Respekt und in Kompromissfähigkeit. Das wäre mein Appell an Sie. Es entspricht der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, wenn ich nun Frau Mia von Ritter von der Fraktion der Bewahrungspartei und Frau Valentina Armstrong von der Fraktion der Partei für Engagement und Verantwortung zu mir bitte, also sie bitte zu mir zu kommen und als Schriftführerinnen rechts und links von mir Platz zu nehmen. Die Schriftführer haben unter anderem die Aufgabe, einen strengen Blick auf die Redezeit der Rednerinnen und Redner zu halten. Darf ich die beiden Schriftführerinnen jetzt zu mir bitten? Hallo? Nehmen Sie Platz? Hallo? Hallo. Nehmen Sie Platz? Es ist natürlich wichtig, die Redezeit in den normalen Debatten einzuhalten. Sie wissen, dass sich die Länge auch nach der Größe der Fraktionen richtet. Auch für Sie wird es morgen wichtig sein, dass die Redezeiten eingehalten werden und dass sich der eine oder die andere nicht einen unangemessenen Vorteil durch Überziehen der Redezeit verschafft, wobei manche Leute reden sich, wenn die Redezeit abgelaufen ist, auch in ihr Unglück. Das ist auch schon vorgekommen. Es ist nicht immer ein Vorteil, wenn man länger redet, als man Redezeit hat. Aber wir müssen hier natürlich die formalen Spielregeln einhalten. Die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Bundestages, die auch die Sitzungen ihres Parlaments leiten werden, freuen sich schon darauf, die Debatten zu leiten, die, wie gesagt, nach den bekannten Regeln, aber mit anderen Akteuren, nämlich mit Ihnen, ablaufen werden. Das ist auch für uns eine ganz interessante Erfahrung. Damit wird auch das Präsidium des Deutschen Bundestages eingebunden in dieses Planspiel. Ich wünsche Ihnen heute und morgen jedenfalls interessante Begegnungen, spannende Gespräche und eine glückliche Hand als Abgeordnete. Dann begrüße ich immer noch außerhalb der Tagesordnung sehr herzlich den Vorsitzenden der Fraktion der Bewährungspartei, den Kollegen Felix Grunewald. Ich begrüße ferner die Vorsitzende der Fraktion der PG, die Kollegin Susanne Fieler. Und den Kollegen Julius Kaiser, Entschuldigung, das sind zwei Vorsitzende, ja? Das sind zwei Vorsitzende der Fraktion der PG und die Vorsitzenden der Fraktion der PEV, die Kollegin Elisabeth Kant und den Kollegen Vincent Runge. Für Ihre bevorstehenden Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 1 auf. Es geht hier um die Einsetzung der Ausschüsse. Eine Aussprache dazu ist nicht vorgesehen. Ich sehe, dass Sie damit einverstanden sind. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 1. Die Drucksache 1 liegt Ihnen vor. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen mit ganz überwiegender Mehrheit ist der Antrag angenommen und damit sind die Ausschüsse eingesetzt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2a bis 2d. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über verbindliche Vorgaben zur Reduzierung von Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungen für die Behörden des Bundes sowie
Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes, Einführung von Artikel 75, das ist die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen, sowie erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung eines Pfandsystems für Einwegbecher und Beratung des Antrags der Bundesregierung auf Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation EUMISA. Eine Aussprache ist für heute nicht vorgesehen. Ich sehe, dass Sie damit einverstanden sind. Wir kommen deshalb gleich zur Überweisung. Die Fraktionen haben vereinbart, die soeben genannten Vorlagen auf den Drucksachen 2 bis 5 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu überweisen. Sind Sie damit einverstanden? Ich sehe, ja, dann stimmen wir das mal förmlich ab. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, wiederum bei einer Enthaltung. Soweit ich sehe, sind die Überweisungen so beschlossen. Und damit sind wir schon am Schluss unserer Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung ein auf morgen, Dienstag, den 26. Juni 2018 um 9 Uhr. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Wir dürfen aufstehen.